Holz lebt, Holz ist ein warmer Stoff. Interessant ist auch, ich meine, es ist auch kein homogener Stoff. Du nimmst das ernst, das Holz. Das ist nämlich nicht so, du solltest es ernst nehmen, weil es tut mit dir, was es will sonst. Man sieht jetzt auch, es gibt ganz viele Holzbäume. Aber solche wie unsere gibt es nicht. Das ist halt, das macht, da hängen schon die Leute hinter und die Konsequenz in dem, was du machst. Und auch dieser Wahnsinn, der uns fast umgebracht hat, dieses Unglaubliche zu wollen. Da hat es geheißen, das Gelenk muss schraubenlos sein, es darf nur aus Holz bestehen, die muss um die Ecken bogen sein. Und irgendwie nach 300 Gelenksentwicklung hast du gedacht, das ist mir komplett verrückt, das kann nicht gehen. Aber da war es schon zu spät. Und da, glaube ich, das macht uns aus. Wenn wir uns einbilden, wir wollen das so haben, dann wollen wir das so haben. Und dann wird bis zur letzten Konsequenz daran gearbeitet. Für uns war wichtig, das Material in der Brillenwelt in ein neues Licht zu rücken. Und weil grundsätzlich, wenn man sagt Holzbrille, dann stellt sich jeder irgendwie was Dickes, Klobiges, so ein Möbelstück im Gesicht vor. Und dadurch war es dann auch unsere Aufgabe zu versuchen, das Ganze anders darzustellen, daher auch die Biegung an den Frontenden. Die ersten 3 Jahre haben wir uns ausgelacht. Wie wollen die mit Holzbrillen überleben? Ich kann mich erinnern, ich habe alle Banken abgegangen da bei uns. Die haben gesagt, ich würde dir kein Geld geben, wenn du Brillen machst. Aber für Holzbrillen gebe ich dir ganz sicher kein Geld. Wir haben da wirklich was geschaffen, wo man zuerst die Hürde zerreißen hat müssen für die Leute auch und sagen müssen, es ist wirklich was, was funktioniert. Und das ist das Schöne, nach 5 Jahren sagen zu können, okay, das haben wir geschafft. Man setzt die Brille auf, man spürt irgendwie das ganze Natürliche und die ganze Wärme vom Werkstoff. Und das macht es ja auch besonders.